Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wavenger. In der letzten Folge haben wir alles totgeknuddelt und haben die Burg in die Luft gesprengt. So, und heute sind wir wieder als kleiner lila Gnom unterwegs. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ah, okay, das Loch ist trotzdem noch hier. Das ist sehr gut. Wir holen uns natürlich trotzdem den Kompass erstmal. Und haben wir überhaupt noch einen Hinweis? Ja, die Last ist schwer. Okay, da kann ich mir vorstellen, dass wir einfach so viel Stuff mitnehmen müssen, dass wir einfach erdrückt werden davon oder so. Deswegen nehmen wir einfach mal alles mit, was wir so kriegen können und hoffen, dass dann irgendwas passiert. So, Schwert nehmen wir auch noch mit. Haben wir hier noch einen Enterhaken. Und hier unten noch die Bombe. Ich bin gespannt, ob das schon langt. Oder brauchen wir tatsächlich 5 Sachen? Oh Gott, okay, wir können halt gar nicht mehr hüpfen irgendwie. Wo haben wir denn noch eine Sache, die wir mitnehmen können? Ich meine, wir können natürlich noch die Schaufel mitnehmen, aber ich glaube fast, wir kommen da gar nicht mehr hin. Oder wir nehmen die Angel mit. Das wäre natürlich auch eine Sache, die wir machen könnten. Ich hoffe, es langt jetzt mit der Angel, nicht, dass jetzt irgendwie ein Ende kommt. Angelrute, wir sind immer noch nicht schwer genug, denn ernst. Und ich komme auch nicht mehr zurück. Oh nö, ich will doch gar nicht angeln. Okay, next 2. Wir holen uns als erstes die Schaufel. Dann holen wir uns das Schild. Dann natürlich noch das Schwert. Und ich komme hier nicht mehr hoch. Oh, ich wollte zum Shopkeeper. Verdammte Hacke. Na gut, wie wäre es dann, wenn wir uns dann nochmal den Greifhaken holen, dann wieder die Bombe? Dann haben wir doch zumindest 5 Sachen. Und zwar 5 richtige Sachen. Ich meine, wir sind doch jetzt schon sauschwer. Irgendwann muss doch mal dieses kleine Ding zerquetscht werden, oder nicht? Oh, wo kommt denn der kleine Dude hier her? Hallo, geht's dir gut, kleiner Kollege? Du siehst ein bisschen tot aus, das tut mir leid. Hobbies! Ja, es langt. Okay, nice. Wir brauchten einfach nur die Schaufel noch. Mit all der Ausrüstung war Spot für jede Herausforderung bereit. Zumindest war er das, bis seine Beine schließlich unter dem enormen Gewicht zusammenbrachen. Seine letzten Worte waren, ich bereue nichts. Du gieriger Bastard, du. Nach monatelanger medizinischer Versorgung, die durch den Verkauf all seiner Gegenstände bezahlt wurde, war Spot wieder bereit für Abenteuer. Wuhu! Ich will dieser alte Mann nicht sein. Oh mein Gott. Alles ist besser, als ein alter Mann zu sein. Dann können wir jetzt eigentlich mal gucken, wo uns dieses tolle Loch hier hinführt. Weil hier links ging es ja, glaube ich, auch noch weiter. Okay, hier können wir uns, glaube ich, durchbuddeln. Hier auch? Nee. Ah, kann man nicht. Okay, das sind nur Holzflöcke da unten. Aber hier links muss doch auch noch irgendwas sein. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Das macht Sinn, Leute. Bei der verlassenen Brücke. Hier waren wir schon mal. Hat uns noch nicht so viel gebracht. Okay, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was mir das jetzt bringt, dass ich unter die Burg kann. Aber wir können ja trotzdem mal hier rechts schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas raffen. Also, wir sehen, da sind 4 komische Teile und das Ding geht hier hoch. Da ist sogar noch ein Hinweis. Vielleicht kriegen wir zumindest den Hinweis. Wie hoch geht das denn bitte? Jo, ging das schon immer so weit hoch? Das ist ja übelst krass. Guck mal, wie hoch das jetzt ging. Okay, schnell! Das fällt sowieso gleich runter. Keine Ahnung. Hier ist ein Hinweis übrigens. 2 Hinweise. Tor der 99 Pfade. Du hast einen Hinweis gefunden. Okay, was steht hier noch? Ausdauer und Geduld sind die ultimative Belohnung. Ich weiß nicht, wann das Teil runterfällt. Was steht denn im Hinweis drin? Bleib, um auf die Sicherung zu starren. Hä? Was für eine Sicherung? Man kommt hier halt auch nirgendwo hoch. Ausdauer und Geduld sind die ultimative Belohnung? Ja, das war klar, dass er wieder runterfällt. Was soll man denn hier machen? Vor allem dieser Text verunsichert mich auch richtig. Es scheint, dass Spot die Bedeutung der Symbole an dieser Tür herausgefunden hat, aber beschlossen hat, sie trotzdem zu ignorieren. Das raff ich nicht, Leute. Ich habe gar nichts gerafft bei dieser Tür. Gut, dann schauen wir mal, was der Kompass uns sagt, was für eine Sicherung gemeint ist. Dafür sollen wir auf jeden Fall nach rechts. Okay, Kompass, wenn du das sagst, mache ich das. Okay, Kompass sagt, wir müssen mit einer Bombe da durch. Der Kompass hat gesprochen, wir sollen nach unten rechts. Das ist richtig hier, oder? Kompass, sag an. Nee, wir sollen wieder nach links. Okay, wir sollen in den Brunnenschacht. Okay, wo sollen wir hin? Nach oben? Hä? Der Kompass kann sich auch nicht entscheiden. Was willst du denn von mir? Jetzt will er wieder, dass ich nach rechts gehe. Jetzt wieder nach links. Unter mir? Aha. Was stand im Hinweis drin? Bleib, um auf die Sicherung zu starren. Okay, ich warte hier einfach mal. Hätte ich den Stein vielleicht nicht wegmachen dürfen? Genau hier unter uns soll irgendwas sein, aber Leute, guck mal, da oben geht's auch noch weiter. Aber der Weg geht weg, sobald wir hier wieder ganz oben sind. Kommt man da denn? Oh ja, okay, man kommt auf jeden Fall hier hoch. Waren wir hier schon mal? Ich habe fast das Gefühl, ja. Der Kompass sagt immer noch unter uns irgendwo. Aber so richtig. Da ist noch ein Knopf. Haben wir den jemals gedrückt? Ja, haben wir. Hey, was willst du denn von mir? Oder sollen wir vielleicht einfach nur die Bombe nehmen und
daneben stehen. Oh, ich bin so behindert. Wir haben es noch nicht mit der Bombe getötet, glaube ich, ne? Okay, dann macht es auch Sinn, warum er das hier anzeigt. Oh ja, schöne Bombe ist das. Oh ja, wunderhübsch. Oh, geil. Aua. Spot war so ein neugieriger Held. An diesem Tag dachte er, was würde passieren, wenn ich in der Nähe dieser Bombe bleibe, während sie explodiert. Mehrere Verbrennungen und Splitterfragmente am ganzen Körper sind passiert. Und der Stein ist auch noch auf uns runtergefallen. Schön, dass der Stein so ein Gesicht hat irgendwie. Die schmerzhaften Splitterfragmente in der Haut von Spot haben wirklich geholfen, am nächsten Tag früh aufzustehen. Das ist ein guter Trick, Leute. Wenn ihr früh aufstehen wollt und nicht so lange schlafen wollt, dann fügt euch einfach Schmerzen zu. Am besten nur Schmerzen, die auch wirklich schmerzen, wenn ihr nur liegt. Damit ihr ja nicht schlafen könnt. So, der nächste Hinweis hat, glaube ich, auch wieder was mit dem Stein zu tun. Und zwar steht in dem Hinweis, schärfe dein Schwert gegen etwas Hartes und Rundes. Hm, was könnte das nur sein? Vielleicht ja dieser kleine Stein. Nix passiert. Stirb, Stein! Lol, nein, der Stein stirbt einfach! Das wollte ich nicht! Ich wollte dich nicht töten, Stein! Nein! Das war echt ein Typ! Oh nein! Spotsy brachte Bol damit qualvollen Schmerzen ins Krankenhaus. Ihre Familie verbrachte Tage in ihrem Bett und betete für ihre Genesung. Nachdem sie tausende von Scheren besiegt hatte, hätte sie nie erwartet, von einem Schwert besiegt zu werden. Du Monster! Das wollte ich nicht! Die hatte wirklich ein Gesicht! Aber die hat uns auch eben auch zerquetscht! Das war nur meine Rache! Ach du Kacke, was haben wir getan? Niemand hat Spot mehr so gesehen wie zuvor, nachdem er das mit dem armen Stein gemacht hat. Bol, da war wieder bei ihrer Arbeit, aber Spot musste sich mit ihr versöhnen. Gut, aber was uns jetzt genau bringt, dass wir hier unten hingehen können, weiß ich leider immer noch nicht. Ich meine, okay, wir kommen jetzt hier runter. Ohne Schaufel etc. Aber ob uns das wirklich was bringt, ich weiß nicht. Wären wir hier drüben natürlich wieder an diese Kugel gekommen, weil wir nichts dabei haben, aber sonst... Und da oben ist halt auch noch diese Uhr, was auch immer die zu sagen hat. Ich muss man einfach auf die Dinger hier raufschwingen. Okay, fuck that. Wir geben einfach all unseren Stuff jetzt bei diesem komischen Altar ab, wo man seine Ausrüstung abgeben soll. Pferd, Schild, Enterhaken. Oh, der Enterhaken war eindeutig zu viel. Warum ist hier nichts? Ich komme da nicht hoch. Ah, doch komme ich. Oh, Momentchen mal. Ich kann ja hier links hoch. Nice. Nein, der Blutfleck von der Katze ist hier noch. Oh mein Gott. So, ich hoffe, ich komme da... Nein, ich komme da trotzdem nicht hoch. Oder war das hier? Ah, hier war das. Okay, gut. So, hier. Nimm meine drei Sachen. Fehlen noch drei weitere. Das kriegen wir doch locker hin. Oder auch nicht, weil ich hier nichts machen kann. Na gut, wie wär's denn dann erst mit der Pumpgun? Die wird uns ja wohl helfen. Oh nö, jetzt sind wir wieder an dieser dummen Stelle hier. Oh, da habe ich gar keine Lust. Guck mal, da drüben kann man auch noch eine Bombe einsetzen. Na gut, let's go. Kriegen wir doch locker hin. So, alles töten, das hatten wir ja schon mal. So, hier schöne Treppe bauen und die alle runterlassen. So, und jetzt dürfen wir nur nicht zu viele töten. Das sollte eigentlich schon lang. Und jetzt kommen wir hier auf jeden Fall hoch. Siehst du mal, geht doch viel besser als beim letzten Mal. So, jetzt sind wir hier mit Pumpgun. Wieso ist hier zu? Da müssen wir auch noch rein ins Diener Hauptquartier. Bin mir nicht sicher, warum das jetzt überhaupt zu ist. Hätten wir dafür alle Diener töten müssen oder was ist los? Keine Ahnung. Bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt einfach zum dunklen Lord kommen, aber diesmal haben wir eine Pumpgun. Dann sollte es doch zumindest besser laufen, oder? Ja, hallo Prinzessin. Kann man die eigentlich auch töten? Oh, man kann sie auch töten, das Monster. Ja, stirb, du blödes Monster. Alter, dieses Geräusch. Mit großer Macht geht große Verantwortung einher. Also tat Spot das Offensichtliche. Finde und töte die Kreatur, die ihn vor Jahren erschreckt hat. Ist so, Leute, einfach. Er ist ja wirklich tot. Ja, okay. Glaube ich irgendwie noch nicht so ganz. Mann! Dieses Scheißteil! In einer parallelen Dimension, in der es keine Schrotflinten gab. Nein, da sind wir jetzt, oder was? Oh, wehe. Wehe, wir haben keine Schrotflinte. Shopkeeper? Bitte hab eine Schrotflinte. Nein, wieso hast du keine Schrotflinte? Nein. Bin zu 100% ausverkauft. Ich brauch doch die Schrotflinte. Oh nö. Wie soll ich denn so gegen den dunklen Dort ankommen? Okay, ich habe trotzdem noch eine Idee, was wir machen könnten. Und zwar schießen wir uns hier erstmal wieder rüber. Okay, anders. Wir holen uns erstmal den Greifhaken. Schießen uns dann zum Shop rüber. Der Blödmann hat immer noch keine Schrotflinte. Wieso hat er keine Schrotflinte mehr? Na gut, schießen wir uns dann in die dunkle Festung. Und mit Greifhaken kommen wir hier zumindest schon mal überall hin. Ich habe mich ausgesperrt. Nein, ich wollte da rechts lang. Oh nö, toll, was kann ich jetzt hier machen? Na gut, also wir können zumindest noch die
Brücke hier hoch. Das muss bestimmt auch irgendwas bringen, dass man das jetzt hier machen kann. Muss doch irgendwas oben sein. Echt, so gar nichts? Dann hätte ich mir mehr erhofft. Egal, jetzt sind wir auf jeden Fall hier wieder auf der rechten Seite. Das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, beim letzten Mal hatten wir keinen Enterhaken, ne? Waren wir hier schon mal reingegangen? Ich glaube auch nicht. Der dunkle Luftkanal. Was ist das für ein heldenhafter Lärm an der Decke? Tja, Prinzessin. Hier bin ich. Bist du jetzt die echte oder die falsche? Du bist die... Oh. Auf der Suche nach einem unnötig heldenhaften Weg, um die Prinzessin zu erreichen, kroch Tim durch einen Luftkanal. Ein Abschnitt brach zusammen und er stürzte direkt auf sie und tötete sie sofort. Nun, so war das jetzt nicht geplant, aber ich wollte sie sowieso nochmal töten. Ich wollte eigentlich mit dem Schwert zu ihr hingehen und sie töten. Wie, aber irgendwie kriege ich das nicht hin ohne Shotgun. Es gab mehr Prinzessinnen zu retten und keine Zeugen dafür, was dort oben passiert ist. Vergessen wir also diesen kleinen Vorfall und mach dich auf den Weg zum Abenteuer. Also wir brauchen trotzdem wieder das Schwert. Mit dem Schwert kommen wir nämlich hier die Brücke runter. Und das brauchen wir auch später, um die Prinzessin zu töten. Dann holen wir uns hier den Greifhaken wieder. Schießen uns wieder hin. Und schießen uns wieder zurück. Schießen uns wieder hin. Und schießen uns wieder zurück. Schießen uns wieder hin. Und schießen uns wieder zurück. So, und diesmal drücken wir nicht diesen blöden Knopf, sondern gehen sofort zur Prinzessin. Denn der Greifhaken erlaubt uns natürlich hier richtig cool Spider-Man-Action zu machen. Und da in der Mitte ist noch irgendwas. Ist das böse? Hallo, was machst du? Was? Panic Room! Wir sind im Panic Room! Hier wollte ich gar nicht hin, aber Panic Room! Ich musste diesen ganzen Selbstzerstörungsmechanismus zur Festung hinzufügen, um meinen Schurken gerade zu erreichen. Es ist nicht sehr hilfreich, einen großen Knopf zu haben, der dein Zuhause in die Luft jagt. Bitte komm nicht näher, der dunkle Lord. Okay, Knopfi drücki. Okay, also mit dem großen Knopf hier machen wir die Festung kaputt, ja? Alles klar! Stirb, dunkler Lord! Offensichtlich wusste Tim nicht, wie man liest. Er sah nur diesen großen roten Knopf und drückte darauf. Die Festung ist direkt über ihm zusammengebrochen, hat die Prinzessin eingeschlossen und der dunkle Lord an einem anderen Ort zurückgelassen. Die letzten Worte von Tim waren: Es ist mein erster Tag! Bin nur Praktikant hier! So, jetzt haben wir beide Burgen zerstört, passt doch. Gleiches Recht für alle. Obwohl, die Burg von dem dunklen Lord haben wir schon zweimal kaputt gemacht, ne? Der Heldenjob ist heutzutage so beliebt. Viele Streamer entscheiden sich für das Abenteuer, auch wenn ihre Anhänger ständig Witze machen und trollen. Es ist ganz einfach. Einfach da zu sitzen und zu lachen, während Tim die ganze Arbeit erledigt. Das ist echt so. So, nochmal. Schwert holen. Den Greifhaken holen. Links. Rechts. Geradeaus. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Und diesmal Spider-Man Action. Spider-Man Action. Spider-Man Action. Das ist doch noch ein Hinweis. Ich hole mir den Hinweis. Wir brauchen mehr Blue Glues. Du hast einen Hinweis gefunden. Yeah. So, jetzt haben wir doch alles. Easy. Ich wundere mich auch immer noch, wo diese beiden Steine hier sein könnten. Zwei fehlen ja ganz offensichtlich noch. Ja, und wie ist das Wetter bei euch so, Leute? Guck mal, hier könnten wir auch hoch. Meint ihr, das bringt irgendwas? Nee. Gut, hallo, komisches Monster, das schon einmal gestorben ist. Ich lass dich in Ruhe, wenn du mich in Ruhe lässt, okay? Gut, dann haben wir uns ja alle lieb. Du bist doch bestimmt auch ein Monster. Ich hasse dich. Tim wollte wissen, ob das Erstechen der Prinzessin ein spezielles Ende freischalten würde. Es überraschte nicht, dass die Prinzessin einfach nur starb. Tim fühlte sich irgendwie verantwortlich. War sich aber nicht sicher, weil er nicht gut darin war, Frauen zu verstehen. Ich dachte, es wäre eine Mimik. Hätte doch sein können, wenn der erste schon Mimik ist, dann hätte die zweite auch Mimik sein können. Die Prinzessin erwies sich als Betrüger. Nach einer langen Zeit im Schatten trat die wahre Prinzessin vor und enthüllte ihren richtigen Namen im Optionsmenü. Minuten später wurde sie von der dunklen Lord entführt. Also beginnt alles von vorn, ja? Ich hätte aber richtig gern nochmal eine Shotgun. Damit könnte ich doch den dunklen Lord auf jeden Fall vernichten, oder nicht? Ladendiebstahl, du gibst dir jetzt sofort deine Shotgun oder ich töte dich! Oh, ups. Man sollte vielleicht warten, bis der Ausgeraubte irgendwas sagt, aber okay. Und gibt es jetzt wieder eine Shotgun? Nö. Er ist jetzt einfach friedlich geworden. Oh Mann, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Obwohl, wie wär's denn, wenn wir uns Mr. Hux holen und uns erstmal versöhnen mit diesem netten kleinen Stein? Ja, es geht tatsächlich, lol. Es tut mir so leid, dass ich dich damals getötet habe. Tim umarmte Boulder so fest er konnte. Boulder war erfreut. Boulder und Tim lebten glücklich zusammen, bis Tim im Alter starb. Oh nein, Boulder hatte eine Ewigkeit geweint, bis er vom Wind erodiert wurde. Erodiert.
erodieren. Laut Google den Boden auswaschen, wegspulen, abtragen oder durch Erosion zurückgehen, abgetragen werden. Er ist quasi zu Sand geworden, ja? Okay, cool. Aus der Liebe von Tim und Boulder wurde ein neuer Held geboren. Oh nein, sind wir jetzt ein Ministein? Ich will gerne ein... Ja! Wie cool ist das denn? Okay, mega nice. Wuhu, ich bin der kleine Ministein. Okay, eine Sache haben wir auf jeden Fall in dieser Folge noch zu tun. Ganz klar. Wir holen uns wieder Mr. Hux. Ich finde gut, dass dieses Spiel so viel Liebe bringt. Zum einen könnten wir natürlich Papa lieben. Hallo? Nein, Papa. Mein Papa liebt mich nicht. Nein, jetzt können wir auch ins Hauptquartier. Na gut, wir gucken einmal kurz hier runter. Hallo Leute. Wegen seines Respekts und seiner Fürsorge für das Wohlergehen der Diener wurde Rocky zu ihrem Vertreter gewählt. Zum Glück wussten sie nicht über seine dunkle Vergangenheit und die Serienmorde an Diener. Keine Ahnung, warum man jetzt hier reinkam, aber gut. Rocky wurde schließlich korrupt und stahl den Dienern große Mengen an Bier. Nachdem er seine Pflicht verlassen hatte, wurde er zu einem normalen Helden. Gut, dann würde ich sagen, was ist das mit dieser Folge? Die Folge war ein bisschen komisch. Wir haben 4 neue Hinweise, wenn wir die irgendwann mal holen wollen würden, tun. Hitzebeständiger Schild, Leute. Immun gegen Drachenflammen? How? Vielleicht sind wir als Stein immun gegen Drachenflammen? Probieren wir in der nächsten Folge aus. Ja, dann war's das aber mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.